Servus, hallo meine Lieben, heute machen wir mal wieder was draußen. Und zwar wieder vom Gasgrill. Heute machen wir Käsedillas mit Hackfleisch. Ja, und wie das geht, seht ihr noch ein Intro. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß mit dem Video. Wir haben jetzt folgende Zutaten aufgebaut: selber gemachte Wraps. Ein Hackfleisch, ein wenig Mais, ein wenig an Chili, an geriebenen Käse, eine Zwiebel und da hinten ein Gewürz zum Würzen. Genau, das ist ein Pizzagewürz. Jetzt würde ich sagen, geht's los. So, der Grill hat Temperatur. Jetzt können wir mit dem Hackfleisch loslegen. Fetten die Platten. So, jetzt wenn das Hackfleisch angebrutzelt ist, haben wir die Zwiebeln drauf. Halt, das war der Käse. Da sind wir richtig. Brutzeln wir die Zwiebeln schön da an. Dann geht's weiter. So, die Zwiebeln werden langsam glasig. Jetzt können wir das Hackfleisch einmal würzen. Geben wir die Kräuter da drauf. Jetzt habe ich was vergessen, das Salz. Oh, wie das duftet. Da fällt mir immer irgendwas daneben. So gut habe ich es noch nicht drauf, muss ich zugeben. Aber es wird. So, Salz ist am Start, wo ich vergessen habe. Wird's mal wegen. Die Zwiebeln schauen auch gut aus. Können wir jetzt den Mais noch zugeben? Und alles schön vermengen. Können wir das Ganze in der Schale füllen. Erst einmal zwischenparken. Mal schauen, ob das mit dem geht oder ob ich mir da was anschalten muss, ein anderes Werkzeug. Ja, das könnte funktionieren. So, das meiste habe ich da rausgebracht, bis auf das, was daneben gefallen ist. Das stellen wir uns jetzt kurz beiseite und dann bauen wir den ersten Käsedilja zusammen. Sind da selber gemachte. Schauen jetzt nicht ganz so schön aus wie fertige.
Aber es sollen sie groll sein. So, ich werde schon nicht so viel neufüllen vor der Füllung. Kann schief gehen. Jetzt geben wir den Kies drauf. Jetzt klappen wir das um. Das hat schon mal funktioniert. Sehr gut. So wollen wir das haben. Klappe zu, warten wir ein bisschen, dass der Käse schmilzt. Jetzt machen wir die Klappe nochmal auf. Das da oben ist verdammt heiß. Das habe ich zum Wärmen aufgelegt. Das ist nicht ganz auskühlt. Das soll ja warm bleiben. So, jetzt machen wir auf, nehmen wir das Probierer runter. Ich würde sagen, das kann sich sehen lassen. So, ihr Lieben, jetzt habe ich das Probierer da. Die Kamera steht irgendwie ein wenig schief, aber ja, ich denke, man sieht mich. Jetzt machen wir einen Mittelschnitt. Schauen wir mal rein, ob der Käse zerlaufen ist. Der ist auf alle Fälle zerlaufen. Jetzt probiere ich mal. Cheers auf euch! Boah, ist das geil! Lecker! Ah, da sieht man den Käse schon. Zeig's mal vor die Kim. Sieht man das? Ja. Also auch wenn ich den Paprika, wo ich nicht da wollte, vergessen habe, schmeckt das vorzüglich. Gewürze kommen durch, die Kräuter. Chili kommt leicht raus, nicht so arg. Halt der Mais. Müssen wir noch schlucken. Würde ich sagen, kann man auf jeden Fall machen. Schmeckt lecker. Das war nicht das letzte Mal, wo ich das gemacht habe. Ja. Und ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn dem so war, Abo würde ich mich freuen, wäre nicht schlecht. Über Like natürlich auch. In diesem Sinn bin ich raus. Tschüss. Servus und ciao. Bis zum nächsten Mal. Euer Martin.